Willkommen zurück zu Falagar, eine Reise der Grimrock-Mod, die super ist und außerdem groß. Ja, großartig ist auch, dass ich vergessen habe, das letzte Mal hier was Feines mitzunehmen. Wir haben nämlich einen Schatz vergessen. Hier waren wir schon. Hier gibt es noch Elementenmoon. Da unten müssen wir noch hin. In die Sumpfgrotte, in die stinkende. Ist mir mal so aufgefallen. Was mir auch aufgefallen ist, ja, ich habe ein bisschen was verändert. Hier habe ich einige Sachen verändert, dass sich Schalter zum Beispiel nicht endlos aktivieren lassen und mit netten Soundeffekten noch versehen, dass man weiß, wie ist was passiert. Und hier gibt es dann einen Durchgang, dass man also schön rum kann. Auch hier, wie ich schon angedroht habe, da wo die Mimik war, die Kiste, die Schatztruhe, die dann so ein bisschen jagt und in den Hintern beißen möchte. Das habe ich hier auch nochmal verändert. Das heißt, man hat hier quasi auch im Zentrum nochmal so einen Durchgang. Muss also nicht jedes Mal wieder ganz außen rum gehen. Ja, anfangs schon, danach nicht mehr. Ja, dann ist mir die Idee gekommen, was könnten wir denn mit ihm leveln? Was könnten wir denn machen und tun und wie auch immer? Ich weiß, was für ein Schätzchen wir dort finden. Deswegen müssen wir leider wieder zurück. Und alle so, boah, nee, so, muss das denn sein? Ja, muss leider sein. Denn es lohnt sich eventuell. Eventuell doppelt. Aber wir gehen erstmal woanders hin. Beziehungsweise wir nehmen einen ganz kleinen Umweg in Kauf. Hallo? Aha, auch hier ist wieder nachgewachsen, fleißig. Mal schauen, ob es auf dem Ohrchen wieder zu laut ist. Boah. Ah, schon besser. So ganz leicht. So laut ist es schon. Und hinterlässt uns nur das Beste. Sehr gut. Dornenblätter. Es kann natürlich sein, dass die Anfangsviechers, ich weiß nicht mehr genau, dass die vielleicht auch was anfallen lassen, wie zum Beispiel, oh, Wasser brauchen wir. Wie zum Beispiel die Bogenschützen, die Skelettbogenschützen, die haben garantiert noch was Leckeres fallen lassen. Aber habe ich nie mitgenommen. Was hat mich da nur geritten? Naja, macht ja nichts. Ach ja, hier ist auch wieder zugewuchert. Junge, Junge. So, weg hier. Wir müssen erstmal nach hier unten. Ah, ideal. Ein Skelettbogenschützer hat das fallen lassen. So, jetzt mal kicken. Wohin können wir noch? Wir müssen nach unten. Dann machen wir es am besten so. Genau, das habe ich nie getestet. Jetzt kommen wir da wieder zurück. Und kommt man da direkt wieder dorthin, wo man hin muss? Ja, selbstverständlich. Und auch da scheint... Nein, da scheint nichts mehr zu sein. Dann... Ist mir nicht aufgefallen, wir hätten noch mal so eine lustige Waffe hier liegen lassen. Ja, wo ist sie denn? Haben sie da oben hingeschmissen? Irgendwo war die doch hier. Genau. Ha! Der giftige Spalthammer. Verdammt. Oh, leichte Waffen 2. Und für Biss brauchen wir leichte Waffen 3. Und Erdmagie. Okay, das sind 4 Level. 4 Level, bis der was Gutes kann. Das war so eigentlich nicht gedacht. Leichte Waffen, leichte Waffen, Erdmagie. Kann der damit was anfangen? Wahrscheinlich nicht, oder? Was hat er denn? Leichte Waffen. Oh Gott. Ne, ich glaube, das funktioniert so nicht, wie ich mir das gedacht habe. Das ist so Erdmagie, aber das bringt uns nicht ganz so viel. Das machen wir mal. Dann machen wir das doch anders. Aber ich kann es ja mal auf dem Kärtchen markieren. Mit einem schicken X. Das ist nicht der Punkt. X markiert den Punkt, nicht die grobe Richtung. Gifthammer. Gift haben wir zwar schon genug, aber wir müssen wissen, was hier liegt. Das haben wir auch getan, das haben wir getätigt. So, einfach mal Karte aufräumen. Genau, Minenschlüssel auch noch. Könnten wir eigentlich mal wieder einen Platz im Inventar freiräumen. Das ist gemacht, hier sind wir durchgekommen. Alles, halt mal, hier gab es auch noch irgendwas. Genau hier. Ah, Moment mal. Da gehen wir doch gerade nach. Oh Gott, da unten auch noch. Oh nee, nicht die Viecher.
Da müssen wir hier hin. Da müssen wir hier nach unten. Hier, da, dort und dann rüber ist. Richtig? So in etwa. Können wir ins Wasser springen? Nein, können wir nicht. Wieso ist es mir so schwer? Achso, weil wir die Waffen gewechselt haben. Ja, das ist natürlich nicht so gut. Ja, da möchte ich ehrlich gesagt nicht längs. Moment, wieso waren die gerade schon offen? Moment, wieso ist die offen? Oder war das eine optische Täuschung? Moment. Wieso? Wieso ist das geöffnet? Ich habe schon wieder das Viehzeug gesehen, deswegen lasse ich das mal. Aber das ist ein wenig irritierend, muss ich sagen. Und, oh, Rattenmann. Die kennen wir ja noch. Ist getroffen. Verdammt. Der kann auch nicht mehr als nur das, oder? Ja, komm, brenn noch ein bisschen. Junge, sind die hart. Ganz schön hartnäckige Viecher sind das. Weißes Gift, ganz nett. Wobei, war Gift mit Willenskraft? Ich weiß gar nicht mehr. Falsch. Ulbra, genau. Ja, wer hat das jetzt? Giftschild. Wieso müllst du dir dein Inventar so zu? Wie kannst du es wagen? Ein neues Kraut? Ja, dann, so vielleicht? Genau, den nächsten Feind, da kann der mal sein Bömpchen drauf werfen. So, jetzt mal gucken. Wir brauchen... obwohl der jetzt eigentlich eine erste Web prädestiniert, ne? Im Grunde schon, ja. Mein Turn einschalten. Genau, hier längs. Schauen, ob hier wieder was Neues geschlüpft ist oder nicht. Da müssen wir natürlich alles in Erfahrung bringen. Ah, hier gab es was, genau. Hier lagen nämlich Viehers. Das hat nicht funktioniert, weil... Da, genau. Achtung. Was legen wir denn drauf? Irgendwas... Ah, die Lampe. War die Lampe gerade? Genau, doch. Burned out, macht aber nichts. Sie brennt ja als Gegenstand noch weiter. Ganz schöner Trick, nicht? Ah. Timing. Gut. Verdammt. Das war natürlich ein bisschen dumm. Jetzt dürfen wir wieder außenrum latschen. Ja, okay. Abkürzung. Ja. Und hoch mit uns. Sehr schön. Jetzt wissen wir auch wieder, wie das funktioniert. Da ist ja eine Druckplatte versteckt. So. Und los. Und hoch. Links, vor, rechts, so. Cha-cha-cha. Die Gruppe gewinnt etwas in Erfahrung. Tja, bisschen spät. Aber besser spät als nie. Köcher mit was drin. Breitkopf und Bolzen. Moment, was sind die da rein? Aha, sehr gut. Dann nehmen wir einen Köcher mit. Können wir auch über die Schulter tragen, können es auch lassen. Gibt ein bisschen Protektion und Ausweichen. Ein stabil gefertigter Köcher aus Riedgeflecht, der zum Verstauen von Pfeilen und Bolzen jeglicher Art bestens geeignet ist. Ich glaube, das stimmt. Oh, jetzt ist ja wieder so schwer. Junge, Junge. Jetzt ist der zu schwer. Können keine paar Lappen tragen. Was sind das denn für Lappen? Was ist das denn? Frostschild. Okay, die brauchen wir noch. Schätze ich mal.
Wer hat denn Hunger? Wieso trage ich denn so viel Müll mit mir rum? Achso, wir haben das Horn gefunden. Das wäre eine Idee. Moment mal, leichte Waffen 1 und Luftmagie 1. Stimmt, wir hätten noch das, wollte schon sagen Elektroschwert, aber das ist ja ein Blitzschwert. Gewöhnlich aussehendes Schwert. Wenn es sich jedoch beim Treffen mit Gegner verbindet, ist ein elektrisches Knacken zu vernehmen. Genau, das kann, glaube ich, so einen Feuerschlag auslösen. Heißt leichte Waffen 1 und Luftmagie 1. Der Einzige, der Luft hat, ist er, oder? Jawohl. Moment, braucht man nicht Luft und Wasser für irgendeinen Wasserzauber? Moment mal. Luft und Wasser. Da war doch irgendwas. Luftmagie, Konzentration 3. Wieso hat er denn keine Konzentration? Hoffentlich denke ich mal dran, aber die Wahrscheinlichkeit ist irgendwie nicht so hoch. Wahrscheinlich werde ich da wieder Luftmagie anklicken. Warum auch nicht? Auswählen. Die können wir auch mal werfen. Die sind ziemlich krass, die Dinger. Die will ich lieber nicht werfen. Gegengift. Ja. Dunkler Lederumhang. Resist Shark. Protection 4. Protection 6. Wiegt 1,5 Kilo. 1,4. Schockresistenz oder ein bisschen bessere Panzerung. Es gibt auch Lebenspunkte. Wir haben also eine Sache, da weiß ich immer nicht so genau, was nehmen wir da am sinnlosesten. Was ist da besser? Aber ich glaube, das ist besser, ne? Schuppenumhang. Na, von mir aus. Giftbombe hat irgendjemand noch zwei Stück gehabt. Jawohl. Blitzschwert. Degen. Könnten wir dann mal wegpacken, oder? Zwille kennen wir schon. Ja, und der Rest, munitionstechnisch, nehmen wir natürlich nicht den Quatsch mit. Halt. Rüstungsteile. Ja, da mal einige, aber. Die würde ich gerne behalten. Nur wer kann denn jetzt mal das andere Zeug tragen? Du nicht. Ah, ja. Warum, was trägst du denn schon wieder? Die geladene Kriegsgabel. Die ist halt ein bisschen krasser als der Stab der Wolken, aber den benutzen wir halt die ganze Zeit, von daher. Ich kann es ja mal notieren. Oder lasse ich's? Zeug. Was auch immer, ist ja wurscht. Genau, wir wollten ja eigentlich das, ah ne, wir haben ja das Rätsel schon geknackt. Alles klar. Hat sich erledigt. Genau, das müssen wir mal nutzen, dass wir behalten. Wir brauchen viermal Wasser übrigens. Ich habe da mal ganz heimlich nachgeschaut. Kommt, das machen wir jetzt. Leichte Waffen und Luftmagie. Leichte Waffen, Luftmagie. Fangen wir mal an mit Luftmagie. Wobei es für ihn natürlich sinnvoller wäre, auf Erde zu gehen. Weil ab Stufe 2 verhärtet sich eure Haut. Luftmagie wird dann erhöht das Ausweichen. Aber nutze ich das denn auch? Einfach machen, oder? Gar nicht lange drüber nachdenken, einfach mal das Hirn ausschalten und einfach nur klicken, was wir brauchen. Manu? Auch nachgewachsen. Ja, die sind alle nachgewachsen. Oh. Das war im Original aber nicht so, ne? Dass da Büsche und Kräuter wieder nachwachsen. Und hier habe ich gesehen, es ist auch nachgewachsen. Oder waren wir hier nie? Ich muss das ja mal nachspielen. Aber nee, es war ja nur dann unten im unteren Bereich. Da ist auch nichts mehr. Ja, wir müssen in den Sumpf, in die stinkenden Sumpfkavernen. Es muss leider sein. Ja, mir tut's auch leid, aber es lässt sich leider nicht vermeiden. Wir müssen nach da vorne, können wir auch diesen Weg gehen. Gehen wir mal querfeldein. Mal neue Einblicke. Ist ja auch nicht so schlecht. So. Ist noch offen, sehr schön. Auch hier kommen wir wieder raus. Ist fast Luftlinie. So, wir müssen
Da runter, da sind noch die dummen Bienen. Da wollen wir natürlich nicht hin. Wir könnten aber, nur da müssen wir uns da durchboxen, durch einen Bereich, der sehr unangenehm ist. Einer dieser sehr unangenehmen Bereiche. Genau, das habe ich mich eiskalt vergessen. Toll. So, weg mit dir. Der hat jetzt nichts mehr, deswegen ist es ganz gut. Und er kann nämlich seine Bömpchen mal benutzen, die er nicht tragen kann. Er kann nicht eine Bombe tragen? Was ist denn das für ein Lappen? Wieso ist das denn so? Giftige Kurzspeer. Oh Mann. Es ist zum Aus der Haut fahren. Naja. Kristallsplitter der Elementarresistenz. Kennen wir, glaube ich, schon, ne? Gewährt Schutz vor den vier Elementen. Jawohl, hatten wir schon. Und hier, Trank des Wissens. Dichte Nebelschwaden zirkulieren innerhalb dieses ungewöhnlich schweren Fläschchens. Inhalierende Dämpfe gewährt einen zusätzlichen Fertigkeitspunkt. Sauber, Leute. Wir haben ein Update. Ja, geht der Protection runter. Das ist nicht so gut. Egal. So. Jetzt, wieso kann der jetzt auf einmal nichts mehr tragen? Achso, weil ich eine zu viel eingesammelt habe, ne? Wer hat denn die Bomben vorher getragen? Was ist denn hier los? So, ist doch alles super. Wir haben einfach zu viele Kräuter. Ich muss wirklich mal... Wir könnten... Sollte ich es tun, mal im Refugium vorbeischauen und ein bisschen Material bunkern. Hier haben wir alles gemacht, oder? Ich glaube schon, hier kommt man nämlich erst von Süden. Ah, Munition. Halt, stopp. Wenn ich schon mal hier bin, dann nehmen wir natürlich alles mit, was wir kriegen können. Zum Beispiel die Munition. Wer weiß, was es für Munition war? Giftpfeile, sehr schön. Und flammende Breitkopfpfeile. Jetzt ist er wieder zu schwer. Mein Gott. Hat jemand Hunger? Hat noch jemand Hunger? Na klar, hast du Hunger. Das gute Zeug lassen wir natürlich nicht liegen. So, hier mal. Bomben. So, jetzt kannst du mal die Bomben benutzen. Sei denn, du bist wieder zu schwer und kannst nicht eine Bombe tragen. Sehr gut. So mag ich das. So, was haben wir jetzt? Kein Problem mehr, das kann weg. Halt, rechtsklick, nicht links. Was machst du denn hier? Aber wieso die immer noch an sind, das verstehe ich nicht so ganz, weil die müssten längst deaktiviert worden sein. Die gehen nämlich irgendwann aus. Naja. Vielleicht auch nicht. Wer weiß es, wer weiß es. Ich jedenfalls nicht. So, mittig. Bringt uns das eigentlich irgendwas? Wir müssen... Nein, hier ist Schnellers, oder? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Das kriegen wir hin. So. Oh, jetzt bin ich hier drauf gelandet. Heißt, ich muss das nochmal klicken. Zweimal. Genau. Da kommen wir leider nicht an das letzte Schalterchen ran. Dazu müssten wir dann... nach unten und unten hin mag ich nicht. Vielleicht packen wir das Ganze, wenn nicht, haben wir ein Problem. Komm. Wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Ja, hier wird dann eine, also in der Zukunft, wenn man den Schalter aktiviert, wird dann hier eine weitere Brücke auftauchen, dass man hier problemlos weiterkommt. Und hier, das wird dann passierbar, das werden plattgedrückte Versionen, da unten der Schalter. Dann knirscht alles so ein bisschen, dass man Bescheid weiß. Ah, ja, hier also ist alles toll. Oh, ist Notiz. Stimmt, wir brauchen noch Rezepte. Aha. Lass die Flüssigkeit deine Last tragen. Federtrank, zwei Bündel Falkenkraut. Zwei Bündel Falkenkraut. Okay.
Federtrank. Oh, der wiegt aber viel. Erhöht die maximale Traglast für einige Zeit. Erhöht die maximale Traglast. Um. Sehen wir dann. Das ist lustig, ne? Der sieht leer aus, der Trank. Warum? Naja, weil er fühlt sich an, als würde man nichts tragen. Leckerer Kräuterbeutel. Stimmt, Herbal Cue habe ich immer noch nicht verbessert, für richtig gemacht. Warum? Warum? So, jetzt sind wir eine ganze Folge lang fast nur durch die Gegend gelatscht, wie so ein Idiot. Muss das sein? Hm. Ja, dann können wir auch gleich, wo ist denn die, wo ist das denn hier? Ich weiß es gar nicht. Ach, wir wollten ja damals wollten wir ja mal wohin latschen. Licht an und Licht aus. Perfekt. Schauen wir uns das mal an, wo das denn hinführt. Ja, wir können die Waffen tragen, wir können die Waffen tragen. Toll. Einfach nur toll. Und der braucht ja auch ein bisschen was an Reichweite, Genauigkeit meine ich. Genau, der braucht Genauigkeit. Dann kann er aus der zweiten Reihe zuschlagen. Erlaubt Nahkampfangriffe aus der zweiten Reihe. Lalala. Sehr schön, wir können wieder gewichtlos werden. Den Text habe ich immer geändert hier bei der Schlangenarmschiene. Kürzer gemacht, knackiger gemacht und einfach besser gemacht. Vitalität läuft. Kugel der Schwächung. Das ist quasi eine Kristallkugel in Form von Wilson. Kugel der Schwächung. Vitalität minus 3. Dafür Energieregenerationsrate um plus 50%. Verfluchter Gegenstand. Diese merkwürdige Kugel ist eiskalt und sie scheint sehr viel schwerer zu sein, als sie sollte. Ja, weil sie die Vitalität runtersetzt. Kann man benutzen. Wiegt halt 4 Kilo. Sehr unangenehm. Energieregeneration wird erhöht. Für ihn wäre es natürlich ideal. Teils. Können wir zaubern? Ja, sind zu schwer, das macht aber nichts. Wir können damit zaubern, genau. Ich kann mal schauen. Wie schnell geht das jetzt hoch? 3, 13, 14, 15, 16. Ja, ist ganz nett, ne? Aber. Lieber so, ne? Wir können das eh nicht tragen. Ist so schwer und weniger Lebenspunkte ist auch nicht so ganz angenehm. Nehmen ja oder nein? Eigentlich nicht. Hier gibt es 15 mehr Energie. Und erhöht die Geschicklichkeit. Trifft man wenigstens mal zur Abwechslung. Ja, 15 Punkte sind das, die dann wegfallen. 15 Punkte. Wir können mal schauen. So, wie schnell regeneriert das jetzt? 2,95. Ja, man merkt es schon, das ist schon um einiges schneller. Aber nein, wir müssen Wilson leider hier lassen. Es führt kein Weg dran vorbei. Perlenschild. Gibt Energie plus 20 und Resist All. Und tschüss. Ideal, oder? Ist nicht mehr ganz so krass wie im Original, aber dafür vielseitiger. Halt, Resist All minus 5. Ups. Anfälliger sind wir, dafür haben wir Ausweichen und ein bisschen Schutz und Energie plus 20. Das ist auch nicht schlecht. Haben wir schon 370 Zauberpunkte oder Energie. Oh Mann, der kann echt nichts sagen, der Affe. Kriegt es irgendjemand anders. So, Kanonenkugel brauchen wir nicht. Ein Zweihänder. Okay, schwere Waffen 3. Wilder Schlag. Schwere Zweihänder 10 bis 30 plus Stärke. Ist ganz nett, aber leider... Ja, Zweihänder nichts für uns. So. Das war jenes. Ich kann mal hinschreiben. Wie hieß der denn? Hieß er so? Wilson? Hieß er überhaupt Wilson? Ich weiß es gar nicht mehr. Ist auch egal. Für mich heißt er jetzt Wilson. So umbenannt. Mir doch egal. Na, wegen Strand und so hier. Gestrandet hieß es doch auf Deutsch, oder? Castaway.
Möglicherweise. So, bitte mal Licht gemacht. Ich weiß nämlich nicht mehr, wo die Kugel ist, die ich suche. Nicht Kugel. So eine Flöte oder sowas muss doch hier rumliegen. Oder habe ich die woanders hingepackt? Oh Mann, jetzt habe ich mich selber verurscht. Ach, und ich hätte mal ein paar Knochen mitnehmen sollen. Für den Bereich. Wie unangenehm. Wir haben auf jeden Fall einen Teil haben wir schon. Und zwar diese... Die Melodie. Wo ist es denn? 2, 3. Ja, wo ist es denn? Ja, wo ist sie denn? Ja, wo ist die Melodie? Haben wir nicht so einen Lappen gehabt? Moment. Hier. Feucht im Tietz. Wiegt ja nichts. Also wird es hier abgelegt. Zack. Okay. Okay. Da können wir das reinpacken. Ich glaube, danach geht das hier auf, genau. Ich vernehme eine leise Melodie, das ist mir schon klar. Hm, da geht's dann weiter rein. Lecker Zuckerrohr. Wer hat Hunger? Du hast ein bisschen Hunger. Ein bisschen viel Gegengift haben wir mitgenommen. Sollen wir mal... Hätte ich mal im Sumpf liegen lassen sollen. Verdammt. Gengift. Muss ja am Mike vorbeigucken, das ist ein bisschen dummlich. Gelöst. Aber naja, es funktionierte halbwegs. Von daher, alles supi. So, hier geht es nicht weiter. Hier ginge es weiter. Aber wir wollen doch mal in die Mine schauen, oder? Sollen wir zuerst mal die Mine angehen? Ja, auf die Mine habe ich auch so richtig Bock. Mir fällt immer mehr auf. Viele Bereiche, die man irgendwie... Ja, da freut man sich nicht so wirklich drauf. Aber so soll es ja auch sein, ne? Ich meine, das sollte ja kein Spaziergang werden. Moment, wie ging das noch auf? Mit dem Minenschlüssel, oder? Ja. Wie war das noch? Ah. Fall gelöst. Auch nicht, doch. Auch nicht, doch. Die Kollegen. Boah, hab ich ja Bock auf die Viecher. Oh Mann, hab ich da Bock auf die Viecher. Scheiße, noch eins. Was macht man da? Wie bekomme ich die Dinger weg? Okay, ich brauche irgendwas Aquatisches. Der funktioniert unter Wasser nicht, oder? Nein. Nur der hier funktioniert. Achso. Check, check. Oh Mann. Ja. Wir könnten hier Pilume austeilen. Vielleicht vorne Panzern. Panzern rein ins Wasser. Alle machen weglaufen. Okay. Viel mehr Möglichkeiten sehe ich ehrlich gesagt nicht. Der ist, glaube ich, aquatisch, ne? Man könnte ja auch Bomben aus dem Inventar nehmen und werfen. Das funktioniert. Das heißt, man nimmt sie sich einfach so und wirft sie auf die Art. Okay, wir machen Folgendes. Ich versuche das mal abspeichern. Wir hatten ja mal diese Wasseratmungstränke. Habe ich die noch? Das wäre, glaube ich, jetzt echt günstig, wenn wir die hätten. Energie, Schild, erfrischendes Wasser. Verdammt. Wo haben wir die hingelegt? Trank der Wasseratmung. Tja, bei mir kommt nichts weg. Müssen wir nutzen, ne? Aber die hauen uns sowieso voll auf die Nuss. Nehme ich mal ganz stark an.
Okay, wir haben gespeichert. Entweder wird's was, wenn nicht. Ja, wenn nicht, ist halt. Ist schlecht. Ich habe so ein bisschen Angst, mich den. Und so, ne? Weil die hauen mich so richtig übel kaputt. Wir haben auf jeden Fall viermal Nahkampf. Aber die hauen halt richtig zu, aber. Aber mal so richtig unangenehm. Okay, erst die Tränke, dann die Zauberei. Oder? Okay, wir suchen es. Wir haben gespeichert. So, dann dieses, jenes. Und jetzt Vollgas, ne? Genau. Funktioniert das denn? Macht es gut aus. Wir machen 7 Schaden, 1 Schaden. Die Dinger sind zum Glück sehr langsam. Jetzt probieren wir es mal mit dem Trick. 81, okay. Okay. Das ist sehr, sehr gut. Du hast noch. Genau, du hast noch. Du kannst mal. Verdammt. Du nimmst mal einen Trank in hier in Dingenskirchen. Hat das funktioniert? Nicht so ganz, ne? Oh oh, Heiltrank. Noch können wir atmen, das ist gut. Ich habe keine Tränke mehr. Feuer? Nein. Gift unter Wasser? Ich weiß ja nicht. Sauerstoffmangel. Halt, wir können ja auftauchen. Okay. Der ist noch schnell. Das ist gut. Nee, er ist verlangsamt, oder? Benommen. Oh, er ist benommen. Deswegen das Gegenstück dazu. Ah, zum Glück. Trifft er aber nur so ein bisschen. 13 Punkte Schaden. Oh oh. 35? Ja, den hat er schneller getroffen. Ey, das sind einzelne Schadenspunkte, das kann doch nicht sein. Okay. Ja, da merkt man es, wer gut gepanzert ist und wer nicht. Ja, als vehement drauf, oder? Oh oh. Junge, Junge. Oh oh. Zu hart getroffen. Benutze einen. Ich keine Ahnung. Sack weg. Oh Mann. Fußwunden sind. Fußwunden. Okay, man kriegt die Viecher echt platt. Aber dauert halt ewig. So, was ist noch ein Problem? Nichts. Sehr schön. Mal schauen, was gibt's hier noch Feines? Unter Wasser, wenn wir schon mal hier sind. Okay, ganz schön krasse Kämpfereien sind das hier. Und dann. Naja, zumindest sind wir jetzt hier in der Ölle. Dann können wir uns in der Ölle mal umgucken. Einfacher Heiltrank. Ja, die kennen wir schon, die Viecher da hinten. Ja, hier geht's das nächste Mal weiter, würde ich sagen. Schauen wir uns hier ein bisschen um. Das war spannend. Also, man kriegt die Viecher weg. Das ist ein gutes Zeichen. Aber aufmachen tue ich das hier noch nicht. Erstmal gönnen wir uns einen leckeren frischen Pilz. Ja, irgendwie müssen wir uns sowas überlegen, weil unter Wasser kämpfen ist irgendwie nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Genau, hier benutzen wir einfach die mal, weil wir müssen Material loswerden. Das machen wir dann einfach so. Ja, beim nächsten Mal geht's hier weiter. Ich danke fürs Zuschauen. Dann schauen wir uns mal den Untergrund an. Unterhalb des Ganzen hier kennen wir schon. Überflutete Krypta-Geschichte. Hier ist aber ein Minenbereich, das haben wir schon mal gesehen, hier beim Nest, da ist so ein kleiner Durchbruch gewesen. Naja, gut, wie gesagt, hier geht es das nächste Mal weiter. Ich danke fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.